Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um unser neues 391-seitiges E-Book rund um die Energiewirtschaft. Wir haben jetzt ein absolutes Machwerk geschaffen mit etwa 75.000 Wörtern, 150 Abbildungen auf eben knapp 400 Seiten. Das Lernbuch Einsteiger Energiewirtschaft soll tatsächlich jedem, der tiefer in die Branche rein möchte oder der als Quereinsteiger oder als Azubi oder Werkstudent erstmal richtig reinkommen möchte, das soll für jeden also das richtige Dokument sein, mit dem er sich hier durchkämpfen kann und verstehen kann, wie diese Branche aufgebaut ist. Wir haben uns ja schon mal vor einer ganzen Weile gedacht, wir machen das als Online-Kurs. Dafür gibt es unseren neunstündigen, auch relativ teuren Online-Kurs. Das ist jetzt eben nochmal ein richtiges Lernbuch, ein Fachbuch. Auch ganz wichtig, ein B2B-Fachbuch. Das ist ja relativ teuer. Und das ist in der Branche eben dann üblich, wenn es ein Buch ist, was von euren Arbeitgebern gekauft werden soll für euch, damit ihr da entsprechend einsteigen könnt. Hier geht es eben nicht darum, dass es ein Roman ist oder irgendein Ratgeber, den man eben auch für 20, 30 Euro irgendwo kriegt, sondern das ist wirklich ein richtiges B2B-Machwerk für die Branche. Und deswegen ist das eben auch relativ teuer. Wir haben das jetzt schon mal auf unserer Webseite gestellt. Ihr könnt also bei n1.de auf der Seite E-Books sehen, dass hier dieses Einsteigerbuch, Lernbuch für die Energiewirtschaft verlinkt ist. Hier steht auch schon 391 Seiten. Und wenn ihr hier dann das Inhaltsverzeichnis aufklappt, seht ihr die grobe Struktur der Kapitel, die wir hier drin haben. Da gehen wir dann gleich innerhalb des PDFs nochmal genauer drauf ein. Und es sind auch hier schon Hintergründe, Übungen und Lösungen. Das heißt, wenn ihr auch schon andere E-Books von uns kennt, zum Beispiel das Beginnerkurs-Lernheft, was ungefähr 100 Seiten lang war, wir haben eben hinter jedem Kapitel einen Übungsteil und am Ende dann eben auch den Lösungsteil. Das hat also auch wirklich diesen Effekt fürs Lernen, fürs richtige Einarbeiten in die Themen. Und dementsprechend, wenn ihr dann hier auf den Button geht, E-Book-Zugang für 127 Euro brutto, dann kommt ihr auf unseren Reseller, das ist dann Digistore24, der macht die Zahlungsabwicklung. Dort könnt ihr also über PayPal und Kreditkarte und Lastschrifteinzug und sowas bezahlen und kriegt dann eine E-Mail mit dem Login auf unsere Plattform. Wenn ihr euch dann eingeloggt habt, könnt ihr oben auf deine Produkte gehen und seht dann dort zum Beispiel Lernbuch Einsteiger in der Gewirtschaft, E-Book. Und das ist dann genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Hier unten ist dann der Download-Button, jetzt erstmal für die PDF-Datei. Das heißt, jetzt aktuell ist es als PDF erstmal verfügbar mit Formularfeldern und allem. Also man kann damit auch schon richtig schön arbeiten und das für sich abspeichern. Wir werden es auch nochmal als EPUB-Version, also als richtiges E-Book für E-Book-Reader veröffentlichen innerhalb der nächsten Tage. Das ist dann hier einfach mit verlinkt. Wer es kauft, kriegt dann auch sofort den Zugriff dafür, sobald es veröffentlicht ist. Und damit kann man dann eben mit E-Book-Readern und so weiter nochmal das Layout anpassen, reinzoomen, die Schriftgröße anpassen und so weiter, wie man das möchte. Das ist für manche, auch für mich, nochmal viel interessanter als die pure PDF-Variante. Man hat dann eben beides, wenn man bei uns diesen Zugang kauft. Und dann später hier auch nochmal als HTML-Seite mit eingefügten Bildern den Inhalt des E-Books, wenn man sich eingeloggt hat. Aber jetzt gehen wir mal drauf ein, wie sieht das Ganze denn aus? Also wenn ihr dann auf das wunderbare Produkt zugreifen könnt, nachdem ihr es gekauft habt, dann habt ihr hier ein PDF. Wie ihr schon sehen könnt, stehen hier Sophie Schaller und Thomas Christel, zwei meiner lieben Kollegen, die das Ganze vordergründig zusammengestellt haben. Ich habe dann die Endredaktion gemacht und die Endabnahme und jetzt das Ganze eben auch veröffentlicht. Wenn ihr dann hier reingeht, seht ihr ein relativ breites Inhaltsverzeichnis. Wir beginnen erstmal mit den absoluten Grundlagen. Ja? Was ist Energie? Wie ist die historische Geschichte der Energiewirtschaft von der Monopolstruktur bis eben zu dem, was wir heute haben? Gehen dann auf die aktuelle Struktur ein mit den Marktrollen und der Wertschöpfung, die dahinter steckt, um dann eben auch auf weitere technische Details einzugehen, wie ja, Edifact, wie funktioniert eigentlich technisch die Marktkommunikation in der Energiebranche, regulatorische Rahmenbedingungen, da gehen wir nochmal auf GBKE und GDGAS und WIM und MPES und MABIS ein, also erklären verschiedene Prozesse, wie die funktionieren, wie die aufgebaut sind und wie die sich so unterscheiden. Und gehen ein bisschen darauf ein, was da noch dahinter steckt, zum Beispiel bei der Bundesnetzagentur, wo man bei den diversen Beschlusskammern auch wichtige Dinge finden kann und so weiter. Dann kommen wir zum Energiedatenmanagement, also auch gehen wir dann weiter darauf ein, okay, es ist dann irgendwo mal so ein Zählerstand oder eine Energiemenge gekommen und die wird jetzt weiter verarbeitet innerhalb der Branche, was steckt dahinter,
ein bisschen Energiehandel, ein bisschen Bilanzierung, was ist ein Bilanzkreis, wie funktioniert der? Und dann natürlich so ein paar Themen wie Energiewende. Was passiert da gerade überhaupt übergreifend und wie wirkt sich das auf die Branche aus? Erneuerbare Energien, eher so der technische Teil und auch das EEG. Wie wirkt sich diese Regulatorik rund um die Förderung der Erneuerbaren aus? Gehen ein bisschen auf die Energieforschung ein, also ein paar Zukunftsthemen. Wie entwickelt sich das? Wie kommt es dann langsam aber sicher in die Branche rein? Smart City, ja, eines der absoluten Zukunftsthemen für die Daseinsvorsorge, für Stadtwerke an ganz vielen Stellen. Mieterstrom, auch eines der absoluten Zukunftsthemen rund um die Energiewende und rund um dezentrale Nutzung von zum Beispiel Solarenergie. Und gehen dann nochmal genauer auf die Messwirtschaft ein, also auf Geräte innerhalb der Energiebranche. Wie funktioniert halt ein klassischer Ferraris-Stromzähler im Vergleich zum Smart Meter und dem Smart Meter Gateway? Geht dann nochmal auf die Stromnetze ein, genauer. Natürlich auch die Entwicklung in Richtung des Smart Grid, auf Speicher als wichtigen Teil dessen, gerade auch im Rahmen der Weiterentwicklung in der Energiewende, die Elektromobilität, die Energieeffizienz als zweiter wichtiger Teil der Energiewende neben den Erneuerbaren, nämlich dass man einfach Energie auch spart, da wo man das kann. Da sind dann natürlich auch so Themen wie ein Energieaudit mit dabei, die Gasversorgungswirtschaft, weil sie ein bisschen anders ist als Strom. Wir haben an ganz vielen Stellen uns auf Strom nämlich hier konzentriert, weil es viel anschaulicher und plastischer ist. Wir wollen aber auch die Unterschiede der Gasbranche hier nochmal besonders hervorheben. Dann nochmal ein bisschen die Marco 2020, wie die sich eben weiter ausgestaltet hat und wie die sich jetzt ausgewirkt hat auf die Branche. Und was das eben vor allem dann auch an den Prozessen gemacht hat, die wir vorher ja schon erklärt haben in einem anderen Kapitel. Die Fernwärme auch nochmal als ein ganz anderer Markt, der eben nicht so reguliert ist wie Strom und Gas, aber eben auch ganz wichtig ist, wo auch viele Veränderungen noch bevorstehen, als inhaltlicher Abschluss. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu den Lösungen, zu den Übungsaufgaben. Später noch ein bisschen weiterführendes Material, ein bisschen was zu den Autoren und dann das Glossar, also auch die ganzen Fachbegriffe, die wir drin haben, erklären wir am Ende nochmal ein bisschen stichwortartig und ein Abbildungsverzeichnis, weil wir, wie gesagt, auf diesen knapp 400 Seiten etwa 75.000 Wörter und etwa 150 Abbildungen haben, die sollen dann natürlich auch nochmal ein bisschen greifbar sein. Das ist hier innerhalb dieser PDF natürlich alles schön verlinkt, das heißt, man kann eben, wie ihr hier schon sehen könnt, anhand dieser Hand als Cursor, man kann direkt hinspringen, wo man es hin möchte. Und wir springen jetzt auch einfach mal direkt hier am Anfang, zum Beispiel in ja, Kapitel 2, das erste Inhaltliche rund um die Energie. Da haben wir dann eben zum Beispiel, was ist Energie, was sind Energieformen, was sind dann später die Energiearten. Hier haben wir, so gerade eben, ich hatte es mal getestet, haben wir hier ein Formularfeld. Das ist dann bei eurer Version natürlich nicht drin. Und dieses Formularfeld kann man dann schöne Dinge reinschreiben und das Ganze eben auch abspeichern für sich selbst. Das ist jetzt meine eigene Variante, daher war da jetzt gerade mal was drin. Aber auf diese Weise könnt ihr euch eben auch Notizen machen, wenn ihr die Sachen durchgearbeitet habt, könnt das mit abspeichern und könnt dann eben noch weitergehen. Wir haben dann immer mal wieder solche Exkurse wie hier. Wie funktioniert ein Kraftwerk als solches? Wie ist eine Rechnung innerhalb der Energiebranche typischerweise aufgebaut, in dem Fall vor allem Strom? Und haben hinten dann eben nochmal viel Platz für weitere Notizen, haben nochmal meistens eine Zusammenfassung, die auch alles nochmal schön runterbricht und dann eben die Übungsaufgaben. In dem Fall zum Beispiel einen Lückentext oder auch dann hier nenne Energieform, vielleicht schreib noch ein bisschen was dazu für dich selbst. Welche Energiearten gibt es? Erkläre diese und dann zum Beispiel auch sowas wie hier, finde die versteckten Wörter mal ein bisschen was zum Auflockern, weil es ist natürlich auch hart, wenn man sich hier durch 400 Seiten durchkämpfen muss. An anderen Stellen haben wir zum Beispiel auch Kreuzworträtsel und sowas mit eingebaut. Ganz cool. Wir werden womöglich als nächstes auch diese ganzen Sachen, diese Übungen nochmal als Einzel-PDFs mit reinstellen, damit ihr die gezielt ausdrucken könnt, wenn ihr damit dann arbeiten wollt. Wir haben dann weiter hinten zum Beispiel hier die Lösung, dann steht da so eben drin, wie man das Ganze angehen kann. Ansonsten haben wir wirklich unglaublich viel Inhalt, der echt super spannend und relevant ist. Wir haben uns da viel Mühe gegeben, euch wirklich was Hilfreiches zusammenzustellen und haben dann eben hinten nochmal, wie gesagt, unser Glossar und das Abbildungsverzeichnis mit ja, sogar 168 Abbildungen, relativ cool. Das ist es eben, dieses neue E-Book. Und es ist ja ganz wichtig, das ist halt ein E-Book, wie gesagt, PDF. Und wir werden es als EPUB-Datei auch noch relativ schnell mit veröffentlichen. Aber das ist natürlich noch nicht ausgedruckt in der Form. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich es drucken lassen werde. Denn unsere bisherigen Hefte, ich sage ja Hefte, waren maximal 104 Seiten lang. Das kann ich über meine Online-Druckerei problemlos machen lassen. Das sind jetzt 400 Seiten, das ist nicht mehr ganz so einfach. Das heißt, da muss ich wirklich professionell drucken lassen. Und das ist dann natürlich eine Investition, die macht man eben nur, wenn man auch wirklich sich sicher ist, dass das gewollt ist und angebracht ist. Ne? Ansonsten kann man nämlich auch so eine Print-on-Demand-Lösung finden und dann lässt man das
dann drucken, wenn es bestellt wird. Dann ist halt die Lieferzeit ein bisschen länger. Aber genau das will ich mal wissen. Wollt ihr sowas auch gedruckt haben? Ne? Wenn ihr das als E-Book kauft, kriegt ihr den Zugang auf unsere Plattform. Dann habt ihr da den Online-Text, dann habt ihr die PDF und habt die EPUB-Datei für einen E-Book-Reader. Und kriegt vielleicht nochmal die Einzel-PDFs für die Übung zum Ausdrucken. Ne? Schön und gut. Aber manche wollen es vielleicht ja auch wirklich in das Regal stellen und mal reinschauen, durchblättern oder eben auch das Ganze in die Abteilungen im Stadtwerk legen, gerne auch mehrere, kein Problem, und dann damit weiterarbeiten. Wollt ihr das? Gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das auch als Druckvariante lieber haben würdet. Oder eben auch, ich werde es in den YouTube-Stream reinwerfen als Umfrage, da könnt ihr auch angeben, lieber gedruckt oder lieber E-Book, reicht euch das E-Book. Dann habe ich eine Richtung, wie ich weiter damit umgehen will, ob ich ein 400-seitiges Buch auch wirklich nochmal ordentlich drucken lasse und binden lasse und so weiter. Das ist halt aufwendig und deswegen auch ein bisschen teurer. Ja, sagt dazu gerne was unten in den Kommentaren. Auch ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, schaut euch das gerne genauer an. Auf n1.de haben wir das jetzt entsprechend verlinkt auf der Seite E-Books. Ne, wenn ihr nicht eingeloggt seid, ist das hier vorne. Da ist das Menü ein bisschen anders aufgebaut. Dann könnt ihr hier dann eben auch entsprechend den Zugang direkt kaufen und habt wenige Sekunden später dann auch den Link mit dem Login. Wenn ihr schon Login habt wegen anderen Produkten, dann kriegt ihr einfach nur die Info, ihr habt es jetzt gekauft und kriegt den Link auf den Login. Wenn ihr das Passwort nicht mehr weißt, wir haben eine Passwort-Zurücksetzen-Funktion, ganz normal. Ansonsten könnt ihr das später auch bei den Einstellungen wieder ändern, wie ihr es eben wollt. Alles ganz easy. Ansonsten, ja, wenn ihr es haben wollt, ihr könnt sofort loslegen, klickt drauf, kauft es euch, schaut es euch an, ladet es euch runter. Und dann könnt ihr uns natürlich gerne auch ein Feedback dazu geben, ob es euch wirklich hilft, ob es hilfreich ist. Und wenn ihr noch weitere Sachen habt, wir haben ja auch ein internes Forum. Wenn man Kunde ist, kriegt man auch Zugriff auf das Forum. Bisher sind da wenig Fragen, weil anscheinend erklären wir auch ganz gut. Aber wenn ihr was habt, könnt ihr auch dort jederzeit noch weitere Fragen stellen. Ja, das war's soweit. Wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.